Hier kommt der Fahrtenschreiber, die sogenannte Blackbox des Zugs, der vergangene Woche bei Santiago de Compostela in Nordspanien mit mehr als 150 Stundenkilometern in die Kurve ging, entgleiste und Dutzende Menschen in den Tod riss. Das Gericht wertete die Daten aus und teilte am Dienstag mit, dass der Lokführer während des Unfalls telefonierte, und zwar mit der Bahngesellschaft. Der 52-jährige Fahrer Francisco Garçon überlebte die Tragödie mit einer leichten Kopfverletzung und wurde am Sonntag stundenlang von einem Untersuchungsrichter verhört, anschließend jedoch unter Auflage freigelassen. Nun haben die Informationen aus dem Fahrtenschreiber ergeben, dass der Zug noch Minuten vor dem Unfall mit 190 km/h unterwegs war, dann aber auf 150 bremste. Der Fahrer des Unglückszuges war seit 30 Jahren bei der staatlichen Bahngesellschaft beschäftigt und verfügte über eine 10-jährige Erfahrung als Lokführer. Die Strecke von Madrid nach Santiago de Compostela befuhr er seit einem Jahr. Die Ermittlungen der Unfallursache konzentrieren sich nun auf die Frage, warum der Hochgeschwindigkeitszug fast ungebremst auf die Kurve zuraste und entgleiste.